Der war ein Fresswagen. Okay. Okay, sie will den Gig nehmen wir erstmal raus. Das kommt später wieder. Okay, das ist ein Gitarrenstück von mir. Ja, da war ich noch jung, als ich das gespielt habe. Ja, so ein Rock'n'Roll haben wir früher gemacht, ey. Okay, apropos Rock'n'Roll, was macht Amadeus? Amadeus rockt sich auch ein Wolf, so wie ich das in meiner Zeit gemacht habe. Yeah. Ja, aber ist denn der Dicke hier? Big Harley, yeah, super. Ja, Biggie Boy, was mit uns? So, Mr. Harley, komm, wir brauchen auch Geld. Wobei, wir haben 10 Mille, das ist eigentlich ganz okay, ne? Ist das Mr. Striker? Jo, der gute Richie. Amadeus hat eine Einladung zu Tom Wordy, der Typ kann uns doch gar nicht leiden. Was ist das denn? Komm zu meiner Party, das wird absolut fantastisch. 18.35 Uhr, Mittwoch, das ist heute. Kleider von Melle-Kleidung, oha. Ich dachte, der kann uns nicht leiden, der Bruder. Gehen wir mal hin. So, was macht die gute Susi? So, wir machen mal ein kurzes Päuschen. So, gut, Susi schreibt noch. Gut, das dauert natürlich auch ein bisschen. Okay, sie will die Party auch besuchen. Müssen wir mal gucken. Das müsste einfach sich gehen. Dann müssen wir Amadeus nur erst wieder nach Hause schicken. Wobei, wann ist die Party? Okay, kann man gar nicht mehr sehen. Oh, Miss Bell. Oh, sie jumpt mit. Cool. Ja, sind wir erstmal schon ein Drei-Sterne-General geworden, ne? Wer ist denn der Dickmops hier? Cory Gemma. Piparazzi. Piparazzi, Popazzi. So. Okay, sie will immer noch ein Buch schreiben. Okay, hallo. Renderings, okay. Was schreibt sie denn? Es war ein später Frühlingstag. Okay. So, einen Drink bestellen. Ja, stimmt, das müssen wir auch noch machen. So, schicken wir Amadeus mal wieder nach Hause. Yeah. Ich habe noch einen ganz guten Tipp bekommen von wegen, man soll die Hotspots aufsuchen. Und die Hotspots, da in den U-Bahn-Stationen, da ist wohl ganz gutes Trinkgeld zu verdienen. Das werden wir auch auf jeden Fall nochmal testen. Danke für den Tipp, das werden wir auf jeden Fall testen, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. So. Okay. Wababu.
So, gut, die Sachen sind hier echt statisch. Okay. So. Ja, er freut sich auf jeden Fall. So. Welcome home, Mr. Rockstein. Okay. Noch ein kleines Hochzeitsrumgeschmuse. So, Level 3 hat es ja schon erreicht. Jetzt will sie in Science Fiction nochmal einschreiben. Da sind wir ja gerade bei. 1984, natürlich 1948. Ach, ich bin verheiratet. Oh, beide sind so glücklich. Yeah. Oh, genau. So, und jetzt werden wir nämlich mal eine Gruppe gründen. Zusammen tanzen, Gruppe gründen. Weil dann gehen sie nämlich dann beide zur Party, hoffe ich mal. Man weiß es ja nie genau bei den Sims. Okay. Klar, wir unternehmen was. Da geht das Handy. Lisa Varella möchte plaudern. Ja, komm, plaudern wir mal eine Runde. Ja, und das meinte ich halt mit den statischen Bedürfnissen. Die gute Susie Rockstein, wie sie jetzt heißt, steht jetzt hier nur mehr oder weniger rum. Aber kein Problem. Wir lassen sie mal ein bisschen pinseln. Genau, du bist blond, du bist so blond. Ja, super. Was will er denn jetzt hier? Tolle Zeit mit Gruppe verdient. Das kriegen wir hin. Party besuchen. Okay, Amadeus scheint gar nicht so Bock auf die Party zu haben. Was hier? Ist das hier eine Meinungsrumfrage oder was? Ey? An Party teilnehmen, das wollen wir doch machen, genau. Mal gucken, ob Susi mitgeht. Okay, mal gucken. Ja, sie scheint mitzugehen. Ja, gut. Oh, sag mir nicht, dass das wieder anfängt zu haken. Dann krieg ich die Pimpanellen. Nee. Mal gucken, mit wessen Auto sie fahren. Rote Zitrone, graue Zitrone. Ich denke, die rote Zitrone. Jawohl, ja. So, die erste Party. Ist ja gleich eine gute Hochzeitsparty quasi. Mal gucken, wo der gute Mr. Wordy so haust. Okay, es geht über die Brücke. Wunderbar. Das heißt, er wohnt schon im Nobelviertel. So. Mein Gott, wohnt der weit draußen. Da braucht er ja auch mal ein schnelles Auto. Das hat er ja auch, ne? Okay, here we are. Sie ist immer noch ganz romantisiert. Ich bin verheiratet. So, gewinne Tom Wordy als Freund, okay. Ja, dann geht er mal rein, ne? Los, rein da. Ich sagte, rein da. Jetzt will er einen Film gucken. So, Susi natürlich auch. Ne, ansehen, wieso kann sie da nicht rein? Doch. Komm.
Okay, wir sind beide dabei. Wo ist denn der gute Mr. Wordy? Nette Hütte. Gucken wir uns erstmal um hier. Wowie. So wohnen also die Reichen. Die, die es geschafft haben. Oh, sogar einen Keller gibt's hier. Arcade-Maschine. Hier ist der Parkplatz. Hier ist ein grüner. Das ist meiner. Oh, er hat sogar einen Proberaum. Gucken wir uns das mal ganz kurz mit. Okay. So, wo geht's hier oben noch hin? Eigene Fitnesshütte. Schönes Bettchen. Okay, boah, das ist ja eine geile Hütte, ey. Da ist Aria, cool. Komm, Aria, quatsch mal doch direkt mal an. Begrüßen. Wo ist Amadeus? Er zupft einen Darm. So, hier ist Mr. Wordy. Star begrüßen. Jetzt zappt ihr unten. Er ist auf jeden Fall gut am Absteppen. Ja, nette Küche eigentlich, ne? Boah, es ist echt eine geile Hütte. Alter Falter, ey. Aber ey, so von wegen Manjaro bei den Partys machen die gar nicht mehr, ne? So, dann quatsch den guten Mr. Wordy mal voll. Oh, ich glaube, der ist auch ein Vampir, ne? Beeindrucken, über Fähigkeiten sprechen, Schlagzeug. Ja, ich glaube, der ist ein Vampir. Oh, Tom Wordy ist mürrisch. Das ist uns schon aufgefallen. Jähzornig, ja. Kein wirklich sympathischer Zeitgenosse. Ja, er scheint eine gute Vampirparty zu sein, ey. Ja, das ist ja echt ein Geselle. Mürrisch, jähzornig, Partylöwe. Okay. Komplimente bei Haus machen. Ja, das ist ja mal echt eine geile Hütte, muss man ja sagen. Alter Verwalter, ey.